gebe jetzt mal das Mikro weiter an Zwangsräumung verhindern. Hallo alle zusammen, schön, dass ihr heute hier seid. Wir senden solidarische Grüße an alle, die sich wehren, die widerständig sind gegen hohe Mieten, Verdrängung und eine Stadtpolitik, die nicht im Interesse der vielen Mieterinnen und Mietern ist, sondern vielmehr die Profite der Investorinnen und Immobilienunternehmen sichert. Solidarische Grüße an das besetzte Institut für Sozialwissenschaften vom Bündnis Zwangsräumung verhindern. Zwangsräumung verhindern ist ein Zusammenschluss von Zwangsräumung Betroffenen, ehemals Betroffenen und politischen Aktivistinnen. Wir sind jung, wir sind alt, wir sind verschieden und finden Zwangsräumung scheiße und wehren uns gegen diese. Wir wenden uns an diese Eigentümerin der betroffenen Wohnungen und beginnen meist mit einem freundlichen Brief. In diesem schreiben wir, dass wir keinen Bock haben, dass unsere Nachbarinnen und Nachbarn aus ihrer Wohnung geworfen werden. Das hilft manchmal. Die Eigentümerinnen gucken sich unseren Blog an und erfahren von Kundgebungen und Demonstrationen vor ihren Büros oder von unangemeldeten Besuchen in ihren Büros. Sind sie hartnäckig, sehen sie uns am Tag der Räumung und dann sind wir viele vor der Haustür und lassen niemanden herein. Vor allem die Gerichtsvollzieherin nicht, die Menschen aus ihrem Zuhause werfen will. Es konnten bisher schon Dutzende Zwangsräumungen verhindert werden. Oder es konnten Ersatzwohnungen erzwungen werden. Erst diesen Januar konnten wir die Räumung einer Familie aus dem Prenzlauer Berg verhindern. Die Eigentümerin, eine Krebsstiftung, bekam eine Woche vor der Räumung zahlreiche empörte Anrufe von ihren Geldgeberinnen, von Journalisten und solidarischen Menschen und überlegte sich anschließend anders. Landesweite Immobiliengesellschaften haben Angst vor einem Image-Schaden. Viele Privateigentümer haben das leider nicht. Aber trotzdem können sie den Image-Schaden gerne haben, wenn sie Menschen aus ihrer Wohnung zwangsräumen lassen. Steigende Mieten, Verdrängung und Zwangsräumung sind kein natürlicher Prozess, sondern das Resultat von Wohnraum im Privatbesitz. Die Häuser sollten vielmehr denen gehören, die in ihnen wohnen, die sie nutzen und die sie brauchen. Derzeit werden Wohnungen wie Waren gehandelt und bescheren ihren Besitzenden fette Profite. Doch das ist menschengemacht und kann daher auch verändert werden. Wir können auch heute, hier und jetzt bereits konkrete Erfolge erzielen. Doch es gibt nicht nur die Angriffe auf unsere Nachbarschaften, sondern auch auf die kritische Gegenöffentlichkeit und auf all jene, die mit all dem, wie es jetzt ist, nicht einverstanden sind. Daher sind wir solidarisch mit dem besetzten Institut für Sozialwissenschaften und fordern, dass André Holm dort für die Lehre erhalten bleibt. Heute sind wir viele und hier zusammen auf der Straße. Unterstützt eure Nachbarinnen und Nachbarn. Heute trifft es deine Nachbarinnen und deine Nachbarn, aber gemeint sind wir alle. Deshalb müssen wir uns gemeinsam wehren. Gegen hohe Mieten, gegen Verdrängung und gegen Zwangsräumung. Das Institut für Sozialwissenschaften bleibt besetzt. Holm bleibt für die kritische Lehre an der HRU und wir bleiben alle. Auf Nuri, Holm, Kalle! Wir bleiben alle! Auf Nuri, Holm, Kalle! Wir bleiben alle!